Es geht heute Abend im weitesten Sinne um das Schreiben als Kulturtechnik. Manuskripte sind sehr intime Dokumente. Sie sind nicht nur Textträger. Sie enthalten Spuren aus dem Alltag eines Menschen, Hinweise auf seine Gewohnheiten. Nehmen wir zum Beispiel Tee trinken. Aus anderen Quellen und Rechnungsbelegen und aus Briefen weiß ich, dass Peter Ochs ein passionierter Teetrinker war. Auf einigen Seiten seiner Manuskripte finden sich Teeflecken. Manuskripte sind von einem Menschen gestaltete Objekte, Protokolle seiner Gewohnheiten und Gedankengänge seiner Schreibgewohnheiten. Heute Abend geht es um die Textwerkstatt von Peter Ochs Fischer. Denn Peter Ochs war nicht nur ein bedeutender Basler Staatsmann, Jurist und Revolutionär. Er war auch ein produktiver Autor. Anhand der auf der Universitätsbibliothek aufbewahrten Manuskripte zur Geschichte der Stadt und Landschaft Basel möchte ich Ihnen einen Einblick in die Textwerkstatt von Peter Ochs und seine Schreibgewohnheiten geben. Es geht heute nicht um den Inhalt der ersten Basler Kantonsgeschichte, sondern darum, wie sie geschrieben und gedruckt wurde. Damit möchte ich Ihnen zugleich auch einen Einblick in meine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Handschriften geben. Manuskripte haben aber auch eine eigene, von ihrem Autor und ihrem Inhalt selbstständige Geschichte. Sie werden aufbewahrt, verbrannt, vererbt, verschenkt und gesammelt. Auf diesen Aspekt, die Überlieferungsgeschichte, gehe ich heute Abend nicht näher ein. Wenn Sie sich dafür interessieren, empfehle ich Ihnen meinen Blog auf der Homepage der Universitätsbibliothek. Peter Ochs hat nicht nur die Geschichte der Stadt und Landschaft Basel verfasst. Schreiben mit Tinte und Feder war eine Tätigkeit, die seinen Alltag prägte, seit seiner Jugendzeit. Er hat als Kind nicht nur gelernt, Texte abzufassen, sondern ein eigentliches Schreibtraining erhalten. Eine sogenannte gute Hand zu haben, das heißt schön, leserlich und zügig zu schreiben, war eine Grundkompetenz eines Kaufmanns oder Oberschichtangehörigen. Ochs war in einer internationalen Handelsfirma aufgewachsen, hatte seine Lehre im Kontor seines Vaters gemacht, bevor er in Basel ein Studium der Rechtswissenschaft begann. Die Korrespondenz im Handelskontor Ochs wurde in allen damals wichtigen europäischen Sprachen geführt. Ochs schrieb Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch. Seine Beherrschung des Französischen, der damaligen Kultursprache, war überdurchschnittlich. Schreiben, Texte abfassen, schriftliche Referate und Gutachten erstellen, Briefe aufsetzen, Akten extrapieren, gehörte zu den Kernkompetenzen eines leitenden Beamten in Basel. Ochs wurde 1782 mit der Wahl zum Ratsschreiber Chef der Basler Verwaltung. 1790 wurde er Stadtschreiber und damit Sekretär der Regierung, deren gesamte Korrespondenz er zu führen hatte. Protokolle schrieb Ochs in beiden Funktionen. Erst 1796 gelangte Ochs selbst in die Regierung und vertrat als Oberstzunftmeister die Stadtbürgerschaft neben dem Bürgermeister, dem Regierungspräsidenten. Beide zusammen repräsentierten nach außen den Stand Basel. Die von Ochs verfassten Manuskripte zeigen uns also einen wichtigen Ausschnitt seines Alltags und seiner Lebenswelt. Daneben schrieb Ochs auch als Privatmann täglich. Er führte eine umfangreiche Korrespondenz, verfasste Gedichte und Theaterstücke, schrieb eine französische Grammatik und eine Universalgeschichte für seine Kinder und machte sich Notizen aus Briefen, Büchern und Zeitungen. Ein Schreibtisch oder Sekretär, Papier, eine Schreibfeder waren seine wichtigsten Arbeitswerkzeuge. Daneben hielt er aber auch Reden in Ratsversammlungen, Kollegien, vor Bürgern und Landleuten und bei offiziellen Empfängen. Ochs war nicht nur ein begabter Texter, sondern auch ein ausgezeichneter Redner. Sprache in jeder Form war sein wichtigstes Ausdrucksmittel. Zu den Kompetenzen eines gut ausgebildeten Schreibers gehörte die Beherrschung verschiedener Schriften, die auch an Sprachen gebunden sein konnten.
Deutsche Texte wurden in einer anderen Schrift abgefasst als französische oder lateinische. Ich möchte Ihnen das an der Unterschrift von Peter Ochs zeigen. Französisch wird zur Zeit von Peter Ochs in einer zügigen und sehr vertrauten Schrift geschrieben. Vertraut ist uns das Schriftbild, weil wir selbst in einer Variante dieser Schrift schreiben gelernt haben. Deutsch wurde hingegen in einer anderen Schrift geschrieben, der deutschen Kurrentschrift. Sie wurde an Schulen bis vor dem Zweiten Weltkrieg unterrichtet. Ihr Hauptcharakteristikum ist, dass alle Linien gebrochen werden. Kein Buchstabe wird in einem Zug geschrieben. Sie sehen das deutlich, wenn Sie den Buchstaben O der beiden Unterschriften vergleichen. Das deutsche O ist in mehreren Zügen geschrieben. Die Feder wird also mehrfach ab und wieder angesetzt, während das französische O in einem Zug geschrieben wird. Schriftbild und Schriftart können von mir bei der Bearbeitung der Manuskripte genutzt werden. So kann ich getrennte Manuskriptseiten wieder zusammenführen oder die Schrift zur Datierung von einzelnen Notizen und Blättern benutzen. Womit schrieb Peter Ochs seine Texte und wie bereitete er sein Schreibwerkzeug vor? Wir schreiben zwar heute immer noch mit der Hand, aber Texte tippen wir heute mit 10 Fingern auf dem Computer elektronisch und lassen den Text dann vom Drucker auf Papier schreiben, wenn wir sie nicht per Mail oder SMS papierlos verschicken. Die meisten schreiben auch nicht mehr mit Tinte, sondern mit einem Kugelschreiber. Unsere Füllhalter haben Patronen. Wir stellen unsere Schreibwerkzeuge auch nicht mehr selbst her. Wir kaufen sie fertig ein. Anders Peter Ochs. Zum Schreiben benötigte er Gänsefedern, ein Federmesser zum Zuschneiden der Feder, Tinte aus einem Tintenfass zum Beschriften des Papiers und Schreibsand, um die Tinte zu trocknen. Es gab zur Zeit von Peter Ochs nämlich noch kein Löschpapier. Man trocknete die Tinte mit ganz feinem Sand. In unserer Gegend war dieser Sand ein Nebenprodukt der Goldwäscherei entlang des Rheins. Auf dem Bild sehen Sie links ein Schreibgeschirr aus Porzellan mit 2 Gefäßen. Eines für Tinte und eines für Schreibsand. Es sieht aus wie ein Salzstreuer, was es ja eigentlich fast ist. Rechts sehen Sie einen Mann, der konzentriert mit einem sogenannten Federmesser eine Gänsefeder so zuschneidet, dass er damit schreiben kann. Ein weiteres wichtiges Material, das sich auf jedem Schreibtisch zur Zeit von Peter Ochs befand, ist Siegellack. Das Bild zeigt Ihnen links eine Schachtel mit Siegellackstangen in verschiedenen Farben und eine Petschaft. Solche Sets dienten zum Verschließen von Briefen. Der Siegellack diente dabei gleichzeitig als Klebstoff und als Zeichenträger. Das persönliche Siegel trug man normalerweise bei sich oder verwahrte es in einem verschließbaren Fach, da es, ähnlich wie die Unterschrift an Verträgen, zur Beglaubigung angebracht wurde. Auch auf Briefen bezeichnete das Siegel den Absender. Siegellack wurde von Peter Ochs auch bei der Texterstellung als Klebstoff verwendet, ebenso Wachs, um Papierzettel auf Seiten festzukleben. Wir werden das später noch sehen. Ein anderes wichtiges Hilfsmittel beim Schreiben von Texten und ihrer Aufbewahrung war Zwirn und Nadel. Auf dem Bild sehen Sie einen interessanten Spezialfall. Briefe und andere Papiere sind auf eine Schnur aufgezogen, die zu diesem Zweck an beiden Enden eine Metallstütze besitzt. So aufgereiht konnten die Papiere, wie hier auf dem Bild, an einem Nagel aufgehängt werden. Ein satt auf das Brett genagelter Lederriemen diente zum Einstecken von anderen Dokumenten oder wertvollen Gegenständen, wie zum Beispiel einem Kamm. Das scharfe Federmesser konnte man dann direkt ins Holz stecken. So blieb alles Wichtige an einem Ort. Das Bild illustriert, dass beschriebenes Papier für die Aufbewahrung in irgendeiner Form organisiert werden musste, um es später wieder hervorzuziehen und weiter benutzen zu können.
Ordnungssysteme und Archivierungstechniken sind auch Teil der Schreibkultur, auch heute noch. Wir benennen unsere auf dem PC geschriebenen Textdateien, legen sie in Ordner ab und suchen sie, wenn wir sie brauchen, über die Schreibfunktion. Ich meine natürlich die Suchfunktion. Die Geschichte der Stadt und Landschaft Basel ist im eigentlichen Sinn des Wortes ein Lebenswerk. Peter Ochs hat nicht kontinuierlich daran gearbeitet, auch der Druck lag lange Jahre still. Trotzdem bestand immer ein enger Zusammenhang mit dem Leben von Peter Ochs. Seine politische Karriere bestimmte den Rhythmus, in dem die verschiedenen Fassungen entstanden, und den Rhythmus der Drucklegung. Die Erfahrungen, die er während seines Lebens machte, veränderten den Blick auf die Basler Geschichte und damit auch auf die Bedeutung, die Funktion, die Peter Ochs seinem Werk zuschrieb. Der Großteil der Manuskripte der Kartonsgeschichte befindet sich heute im Nachlass von Peter Ochs auf der UB. Nur die Manuskripte zum achten und letzten Band befinden sich heute im Familienarchiv Ochs im Staatsarchiv Basel-Stadt. Die Fassung letzter Hand der Darstellung der Basler Revolution liegt allerdings in der Zentralbibliothek Zürich. Der Bestand der UB besteht aus zwei Manuskriptserien, die drei Fassungen oder Textstadien darstellen. Die Serie A besteht aus vier dicken Bänden. Einen sehen Sie hier. Ein fünfter Band wurde von Peter Ochs aufgelöst. Bestandteile dieses Bandes lassen sich aber in der zweiten Serie der UB-Manuskripte und in den Manuskripten des Staatsarchivs nachweisen. Die zweite Manuskriptreihe, die Serie B, besteht aus 12 Konvoluten. Die ersten vier sind Hefte. Vom fünften Konvolut an liegen die Textseiten lose in Mappen. Auf der Abbildung sehen Sie eines der Manuskripthefte der B-Serie. Zu diesen beiden Manuskriptserien kommt noch die Materialien-Serie, die Serie C, Notizen und Entwürfe, die eine eigene Abteilung bilden. Eine weitere, bei Revisionsarbeiten 2016 neu erschlossene Dokumentengruppe ist die Gruppe G. Sie enthält sowohl Manuskriptteile der Serie A und B, als auch weitere Materialien, wie sie schon in der Serie C vorhanden sind. Die ursprüngliche Verpackung der Manuskripte, zum Teil mit Beschriftungen von Hand und Peter Ochs, hat sich in einigen Fällen erhalten. Sie sehen hier eine Sammlung von Notizen in ihrer ursprünglichen Verpackung als verschnürtes Paket, bevor sie für die Reinigung geöffnet werden musste. Und dann hier ein geöffneter Umschlag mit Notizen zur alten Geschichte, die ich nicht mehr brauche, die Ochs vermerkt hat. Aus der Untersuchung der Manuskripte lässt sich eine relative Chronologie ihrer Entstehung erstellen. Zusammen mit Informationen aus der erhaltenen Korrespondenz von Peter Ochs lässt sich die Entstehungsgeschichte wie folgt rekonstruieren. Zwischen 1779 und 1782, damals war Ochs noch Privatmann, war Ochs mit dem Sammeln von Informationen und deren Organisation und Anordnung beschäftigt. In dieser Zeit entstanden die Notizen und Exzerpte, die heute als Materialien in den Dokumentengruppen C und G auf der UB aufbewahrt werden. Zwischen 1783 und 1796 arbeitete Peter Ochs die erste Fassung der Kantonsgeschichte aus, die Manuskriptserie A. Teile dieser Fassung liegen im ersten und zweiten Band der Kantonsgeschichte gedruckt vor. Die Manuskripte der Serie B enthalten, wie gesagt, zwei Fassungen. Die zweite Fassung schrieb Ochs 1799 und 1800 und erweiterte die Geschichte um die Darstellung der Basler Revolution von 1798. Der Druck dieser Fassung scheiterte.
17 Jahre lang beschäftigte sich Ochs dann nicht mehr mit dem Manuskript seiner Kantonsgeschichte. Erst 1817 begann er mit der letzten Überarbeitung der dritten Fassung. Der Druck dieser Fassung begann 1819. Der Unterbruch in der Abfassung der Kantonsgeschichte, das heißt die lange Phase zwischen der zweiten Fassung und der dritten Fassung, spiegelt sich auch in der Druckgeschichte sogar noch deutlicher, weil die zweite Fassung ja gar nie zum Druck kam. Der gedruckte Text der Kantonsgeschichte beruht demnach auf verschiedenen Fassungen. Band 1 und 2 auf der ersten Fassung und Band 3 bis 8 auf der dritten Fassung. Die zeitliche Abfolge der verschiedenen Manuskriptfassungen und die Druckgeschichte werfen zwei Fragen auf. Was steckt hinter der langen Phase zwischen 1800 und 1817, in der Ochs weder an seine Kantonsgeschichte arbeitete, noch den Druck vorantrieb? Was veranlasste ihn dann, ab 1817 die Geschichte nochmals zu überarbeiten und den Druck neu aufzunehmen? Die Antwort auf die erste Frage lautet: Ochs stand 1800 vor dem Nichts. Er hatte alles verloren. Sein Vermögen, seinen guten Ruf, seine politische Stellung, und seine Frau war mit den Kindern nach Paris emigriert. Eine Subskription, mit der er den Druck der zweiten Fassung finanzieren wollte, scheiterte. Ochs gab in dieser Situation die Kantonsgeschichte auf und konzentrierte sich in den folgenden Jahren ganz auf die Politik, schrieb aber daneben verschiedene Theaterstücke, in denen er seine politischen Ideen darstellte. Der Zusammenbruch des Napoleonischen Kaiserreiches 1813 ist die Ursache für die Wiederaufnahme. Er bedrohte die Errungenschaften der Helvetischen Revolution, die durch die von Napoleon diktierte Mediationsakte erhalten geblieben waren, auch nach dem Zusammenbruch der Helvetischen Republik. Es ging darum, um die Abschaffung der Leibeigenschaft, die rechtliche Gleichstellung der Untertanen, eine repräsentative Demokratie und die Schaffung neuer, selbstständiger Kantone aus den ehemaligen Untertanengebieten. Die Restauration nach dem Wiener Kongress bedrohte diese Errungenschaften und erstickte selbst die Erinnerung an die Revolution und an ihre Ideale: Rechtsgleichheit, bürgerliche Freiheit für alle, die Idee der Volkssouveränität. Wenigstens diese Erinnerung wollte Ochs mit der Herausgabe der Kantonsgeschichte erhalten. Letztlich waren es also die Zeitereignisse, die den Schreib- und Druckrhythmus bestimmten. Kehren wir in die Schreibwerkstatt von Peter Ochs zurück. Was erfahren wir aus den Manuskripten über die Arbeitsweise von Peter Ochs? Wie schrieb er? Veränderten sich seine Schreibtechniken während seines Lebens? Seine Arbeitstechniken können wir unter zwei Aspekten betrachten. Ob sie dazu dienten, einen Text neu zu erstellen, oder ob Ochs einen bestehenden Text überarbeiten wollte. Die erste Fassung, erhalten in der Serie A, wurde von Ochs um 1796 fertiggestellt. In dieser ersten Phase arbeitete Ochs mit vorgefertigten Schreibbüchern. Er beschreibt nur die Vorderseite eines Blattes, die Rückseite bleibt frei. So entsteht, wenn wir eine aufgeschlagene Doppelseite betrachten, wie hier auf dem Bild, links vom Text eine leere Fläche, die mit Anmerkungen und Ergänzungen gefüllt werden kann. Sie sehen das deutlich hier. An der zweiten Fassung, die er nach 1799 abfasste, sehen wir vor allem, wie Ochs den Text überarbeitet hat, da in der Serie B zwei Fassungen enthalten sind. Sogar Teile der ersten Fassung wurden von Ochs in dieser zweiten Serie eingearbeitet. Schauen wir uns die B-Serie etwas näher an. Die B-Serie besteht aus 12 Einheiten, die sich in zwei Gruppen unterteilen. Die ersten vier sind Manuskripte in Heftform, die nachfolgenden lose Blattfolgen. Eine Seite der Manuskripthefte zeigt folgenden Aufbau. Sie können das auf dem Bild gut sehen.
Eine Textseite ist in zwei Spalten unterteilt, eine für den Text und eine für Anmerkungen. Die Seiten dieser Hefte sind aber beidseitig beschriftet, was Ochs an Manuskripten eigentlich nicht, was er eigentlich zu vermeiden versucht. Es handelt sich deshalb auch wohl ursprünglich um Abschriften der zweiten Fassung, die Ochs für den Setzer geschrieben hatte, aber nicht zum Setzer gelangten, weil Ochs den Druck aufgeben musste. Diese Reinschriften der zweiten Fassung sind überschrieben mit der dritten Fassung. Ochs überarbeitete diese Hefte nach 1817 direkt. Man kann dies anhand der unterschiedlichen Handschrift, der Tintenfarbe und dem Federschnitt erkennen. Auch hier auf dem Bild sehen Sie Streichungen. Ochs hat im Alter entweder seine Feder weniger fein zugeschnitten oder hatte eine schwere Hand, schrieb mit mehr Druck auf der Federspitze, die sich so mehr spreizte. Deshalb sind die Korrekturen oder Ergänzungen gut erkennbar. Vom fünften Manuskript an besteht der Text aus losen Blättern unterschiedlicher Größe und Farbe, die zum Teil auch zu komplizierten Lagen zusammengeheftet und geklebt sind. Diese Manuskripte entstanden wohl nach 1819. Ochs hatte nicht mehr die Geduld, den überarbeiteten Text ins Reine zu schreiben. Die Zeit drängte. Er wusste, dass er schwer herzleidend war und nicht mehr lange zu leben hatte. Diese späten Manuskripte sind in ihrem Aufbau sehr viel komplexer als alle vorangehenden, weil Ochs die Texte in einer Art Collagetechnik herstellt. Die erste und zweite Fassung diente Ochs dabei als Steinbruch. Er kombinierte vorbestehende Manuskriptteile wie ein Patchwork oder eine Collage zu neuen Texten und schnitt aus den älteren Manuskripten erbarmungslos ganze Seiten und Lagen heraus. Er verknüpfte diese Texte, die er herausgeschnitten hatte, nur noch mit neuen Verbindungsstücken und Ergänzungen. Die verschiedenen Bausteine dieser Textcollagen unterscheiden sich deshalb in Papierqualität, Farbe und Plattform. Je nach Alter der Textbausteine ist auch das Schriftbild anders. Typisch ist auch, dass sich auf vielen Seiten mehrere Paginierungen überlagern. Ich habe in diesem Teil der Serie folgenden Fund gemacht. Ich habe eine Seite gefunden, die man aber eigentlich eher als Texteinheit bezeichnen müsste. Von der Paginierung her handelt es sich um eine einzige sehr kompliziert aufgebaute Textseite. Sie wurde von Ochs durch Anheftungen und Zusatzblätter auf einen Umfang von 20 Blatt erweitert. Die Seitenzählung dieser Texteinheit ist nicht weniger kompliziert als ihr Aufbau. Ochs benutzt Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben in verschiedenen Kombinationen. Er arbeitet auch mit verschiedenen Tintenfarben. Sie werden verstehen, dass ich Ihnen davon keine Bilder zeigen kann. Dazu müsste ich ein längeres Video machen. Bei der Durchsicht des Manuskriptbestandes der UB sind wir zahlreichen Arbeitstechniken von Peter Ochs begegnet, die für die Ausarbeitung und Abfassung seiner Kantonsgeschichte typisch sind. Ich möchte dies nun etwas systematischer darstellen. Ich beginne beim ersten Arbeitsschritt beim Sammeln der Materialien. Dazu sehen wir uns eine der erhaltenen Originalverpackungen nochmals an, um besser zu verstehen, wie die Textserien C und G entstanden sind. Diese Serien bestehen aus Zetteln und Heften. Sie enthalten Exzerpte, Notizen oder sind zerschnittene Notizen, Textseiten oder Teile von Briefen. Wir nennen sie Materialien, weil Ochs mit der darin enthaltenen Information den Text der Kantonsgeschichte erarbeitet hat. Diese Zettelsammlungen dokumentieren zwei wichtige wissenschaftliche Arbeitstechniken: das Verzetteln und die Strukturierung von gesammelten Informationen. Für das Sammeln von Informationen benutzte Ochs ein Verfahren, das als Methode erstmals von Konrad Gessner im 16. Jahrhundert beschrieben wurde, wohl aber viel älter ist. Einzelinformationen werden auf Blättern notiert, und zwar so, dass die Blätter später auseinandergeschnitten werden können.
Deshalb werden diese Blätter auch nur einseitig beschriftet. Durch das Ausschneiden der gesammelten Informationen lassen sich diese frei kombinieren und thematisch sammeln. Die neue Ordnung kann durch Nummerierung der Einzelinformationen festgehalten werden oder zusammengehörende Informationen einfach in einem beschrifteten Umschlag zusammengetragen werden. Auf diese Weise können aber auch Zettel mit Informationen, die man nicht mehr braucht, aus dem Verkehr gezogen werden, indem man sie in einen Umschlag sammelt und eben darauf vermerkt, wie das Ochs getan hat, dass man sie nicht mehr benötigt. Bei der Beschreibung der beiden Manuskriptserien haben wir auch gesehen, dass Ochs unterschiedliche Textträger verwendet. Schreibbücher, aus Lagen zusammengetragene Hefte, das sehen Sie hier auf dem Bild, links und rechts, und lose Blätter. Für die erste Fassung benutzte er vorgefertigte Schreibbücher, wie sie in Handelskontoren und Kanzleien üblich waren. Schreibbücher hatten den großen Vorteil, dass die Textzeiten nicht verloren gehen und fortlaufend beschrieben werden konnten, ohne dass die Anordnung des Textes sich veränderte oder durch eine Seitenzählung gesichert werden musste. Dieser Vorteil war aber auch zugleich ihr großer Nachteil. Einschübe, Korrekturen und Überarbeitungen konnten nur eingelegt oder ein- und angeheftet werden. Deshalb arbeitete Ochs bei der zweiten Fassung mit gefalzten Papierborgen, die er entweder frei aneinanderreihen konnte oder zu Lagen zusammenheftete. Später konnten diese Lagen dann eventuell vom Buchbinder zu Manuskriptbänden gebunden werden. Im Alter arbeitete Ochs am liebsten mit losen Einzelblättern, die sich leicht neu arrangieren ließen, oder mit Doppelbogen, auf denen sich die aus den alten Fassungen herausgeschnittenen Textbausteine anheften und durch Zwischentexte zusammenfügen ließen. Auch die Textzeiten organisierte Ochs in unterschiedlicher Weise im Verlauf seines Lebens. Er beschrieb zuerst die ganze Seite oder teilte sie in zwei Spalten. Sie sehen das auf dem Bild hier. Wir sind dieser Textanordnung ja schon begegnet. Ochs beschrieb die Seiten eines Manuskripts grundsätzlich nur einseitig, ob Band, Heftlage oder Einzelblatt. Allerdings verwendete er wohl in den für ihn wirtschaftlich schwierigen Jahren um 1800 auch alte Manuskriptseiten nochmals, indem er die Rückseite beschrieb. Solche doppelt beschrifteten Manuskriptseiten sind sehr interessant für die Textgeschichte, da die Rückseiten dieser Blätter ältere Fassungen wenigstens in Bruchstücken dokumentieren. Ochs war auch immer darauf bedacht, von Anfang an genug Platz für Anmerkungen zu haben. Im Schreibband war dies die Rückseite eines beschriebenen Seite. Auf den zweispaltigen Blättern blieb eine Textspalte für Anmerkungen reserviert. Die für Anmerkungen vorgesehenen leeren Seiten und Spalten konnten natürlich auch für Einschübe und Korrekturen verwendet werden. Diese verschiedenen Textergänzungen wurden unterschiedlich gekennzeichnet. Anmerkungen wurden nummeriert, wobei Ochs auf jeder Seite immer wieder neu mit 1 begann. Die Nummer wurde im Text wiederholt bei der zugehörigen Stelle, wie wir das ja heute auch noch in gedruckten Büchern sehen können. Einschübe und Korrekturen wurden durch Zeichen gekennzeichnet, um sie von Anmerkungen zu unterscheiden. Ochs benutzte einfache und doppelte Kreuze und eine durchgestrichene Null. Manchmal setzte er einen Text über die Textspalte hinaus fort und umrandete dann das Ganze und hängte es an die zugehörige Textzeile. Um den Kopisten die Arbeit zu erleichtern, trug er dieses Zeichen mit roter Tinte im Text ein, damit sie sich leichter finden ließen. Auch Anmerkungsnummern. Ging Ochs der Platz für Anmerkungen oder Ergänzungen aus oder fehlte dieser ganz, arbeitete er mit Zetteln, die er mit Zwirn anheftete oder mit Wachs und Siegellack auf die Seite klebte.
In den folgenden Bildern illustriere ich Ihnen die eben beschriebenen Techniken. Sie sehen hier den Ausschnitt einer Textseite, die zwei Drittel für den Text vorsah und einen relativ breiten Raum für Ergänzungen freiließ. Der Ausschnitt zeigt deutlich Spuren der Überarbeitung. Ochs hat Text gestrichen, zwischen die Zeilen geschrieben, aber auch einen längeren Einschub am Rand angebracht. Offenbar, nachdem er eine als Nota gekennzeichnete Anmerkung am Rand eingetragen haben. Diese Anmerkung Nota ist rechts oben auf dem Ausschnitt zu sehen, ganz rot umrandet, neben dem Wort Nota. Links ist auch ein Zeichen angebracht, eine durchgestrichene Null, mit dem im Text deren Standort vermerkt wurde. Das können Sie leider nicht sehen. Unter dieser Anmerkung ist eine längliche Textblase, die sich um diese ältere Anmerkung schlängelt, ebenfalls rot umrandet, die aber offen ist und an einer Zeile hängt, deren Fortsetzung sie ist. Auf diesem Ausschnitt sehen Sie die Verweise im Text besser. Sie sehen nochmals eine große Textblase, die an einer Zeile hängt, darunter eine kleine rot umrandete Anmerkung mit dem Null, durchgestrichenen Null, dessen Standort Sie auf diesem Bild im Text links etwa auf gleicher Höhe gut erkennen können. Im Text sehen Sie auch die Nummern 1 und 2 in runden Klammern, die auf den Standort von Anmerkungen hinweisen, die wir auf dem Ausschnitt aber nicht sehen können. Beide Bilder illustrieren auch, wie Ochs solche heiklen Stellen für den Kopisten mit roter Tinte auszeichnet. Im Alter arbeitete Ochs oft mit Anheftungen für seine Collagen. Ein besonders kompliziertes Beispiel sehen Sie auf diesem Bild. Die Anmerkungen oder die Anheftungen liegen wie Schuppen übereinander. Zum Teil sind sie auch gefaltet, damit sie nicht über den Blattrand des Schreibbuches hinausragen. Der farbige Streifen ist eingelegt, um Ihnen die Schichtung besser zur Darstellung zu bringen. Auf diesem Bildausschnitt sehen Sie die Heftungen, mit denen Zettel auf einem Blatt angenäht worden sind. Besonders deutlich sind die Knoten zu sehen, mit der Faden beim ersten Durchstechen gesichert wird, wie beim Knöpfe annähen. Auf diesem Bild sehen Sie, wie Ochs zuerst eine ganze Manuskriptseite mit dem Federmesser herausgeschnitten hat, bis auf einen schmalen Falz, um dann am unteren Ende der Seite an diesem Falz einen Zettel mit Siegellack anzukleben, auf dem der Ersatztext steht, der an die Stelle der herausgeschnittenen Seite zu stehen kommen soll. Dieses Bild zeigt Ihnen eine Manuskriptseite, auf der Ochs Platz ausgespart hatte, um einen aus einem anderen Manuskript herausgeschnittenen Text mit einer Stecknadel anzuheften. Ochs verwendete Stecknadeln alternativ zu Nadel und Zwirn. Die Stecknadeln wurden bei der Reinigung aus konservatorischen Gründen entfernt, weil Rost dem Papier schadet. Einzelne Exemplare sind aber noch vorhanden und die Entfernung wurde dokumentiert. Einstichlöcher und die Druckstellen der Nadelköpfe sind in den Schreibbüchern gut erkennbar und auch auf den Digitalisaten. Die letzten beiden Bilder zeigen Ihnen zuerst die Anweisungen an den Setzer und dann Spuren des Kopisten oder von Ochs, der sich im Text markiert, welche Stellen er für die Überarbeitung bereits benutzt hat. Hier zuerst die Anmerkung für den Satz. Sie ist mit roter Tinte eingetragen. Ochs wünscht, dass diese Textpassage mit
kleinen Buchstaben en petit gesetzt werden soll. Diese Bemerkung ist zwischen zwei Textspalten quer zu den Zeilen eingetragen. Ich habe Ihnen den Ausschnitt deshalb aus der Vertikale in die Horizontale gedreht, damit Sie den Text besser lesen können. Hier sehen Sie eine Seite, die durchgestrichen ist und an der ich Ihnen zwei unterschiedliche Techniken erläutern kann, nämlich den Text streichen und Text abstreichen. Beide Verfahren sind auf dieser Seite zu sehen. Die Textstreichungen verlaufen immer in vertikaler Richtung und löschen Wörter oder ganze Zeilen. Abstreichungen laufen leicht schräg zur Horizontale und sollen den Text nicht unleserlich machen, sondern nur im Manuskript markieren, dass diese Passagen bereits kopiert wurden oder von Ox bereits in die laufende Überarbeitung des Textes eingearbeitet worden sind. Sie wissen nun, wie kompliziert eine Textseite aufgebaut sein kann. Im Folgenden möchte ich Ihnen zum Abschluss einige wenige Beispiele vorführen, wie an der Universitätsbibliothek solche Manuskripte digitalisiert werden. Die Digitalisierung erleichtert den Zugang zu wertvollen Manuskripten, erschwert teilweise aber deren Lektüre für den Benutzer. Die Aneinanderreihung von Einzelbildern vermindert die Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit eines Manuskripts. Wenn Sie eine Manuskriptseite auf dem Bildschirm ansehen, sehen Sie nicht unmittelbar, ob diese Seite aus einem Band oder einem Loseblattmanuskript stammt oder ob das Bild Teil einer Doppelseite ist. Die Schwierigkeit bei der Digitalisierung besteht also darin, ist die abzubildende Einheit eine Seite oder eine Textseite? Kann mit Anheftungen wie Schuppen übersäte Textseiten überhaupt abgebildet werden? Wie muss man vorgehen? Welche Standards müssen entwickelt werden, damit die Darstellung so komplizierter Seiten über eine Sequenz von Bildern als Texteinheit erkennbar bleibt für den Benutzer der Digitalisate? Welche Hilfsmittel stehen zur Verfügung, um dem Leser eines Digitalisats die verlorene Anschaulichkeit des originalen Objekts zu ersetzen? Wir wissen ja auch nur aus Erfahrung, dass ein Schrank auf einer zweidimensionalen Fotografie ein dreidimensionales Objekt ist, das man öffnen kann. Ausgangspunkt für die Digitalisierung ist immer das Objektmanuskript oder, wie man heute sagt, seine Materialität. Ein Manuskript ist ein vom Autor sinnhaltig gestalteter Textträger, der von seinem Aufbau her anzeigt, wie er benutzt werden muss, auch durch angebrachte Zeichen kann dies geschehen. Ein Manuskript entsteht, weil es nach bestimmten Konventionen aufgebaut und strukturiert ist. Viele dieser Konventionen sind in der Materialität des Manuskripts enthalten, die man möglichst genau in Bildern darstellen und, wenn nötig, diese Bildfolgen durch Kommentare oder der Digitalisierung angepasste neue Konventionen lesbar machen muss. Konventionen für diese neuen Verfahren sind immer der Versuch, in gleicher Weise etwas abzubilden, in seriell, zum Beispiel die Reihenfolge festzulegen, in der neue Seiten und die anderen angehefteten Zettel daran ab. Entschuldigen Sie bitte. Konventionen sind Verfahren, die immer in gleicher Weise etwas abbilden, zum Beispiel die Reihenfolge festlegen, in der eine Seite und die daran angehefteten Zettel abgebildet werden sollen. Sie helfen dem Leser, wenn man ihn darüber informiert, die Digitalisate lesen zu können.
Denn Digitalisate bilden immer nur einzelne Seiten ab. Aber ist eine Seite mit Text tatsächlich die Texteinheit, die abgebildet werden soll? Wie dieses Bild mit der aufgeschlagenen Doppelseite eines Manuskripts zeigt, ist die Textseite nicht die Texteinheit. Die gegenüberliegende Seite ist zwar leer, hier wurden aber die zur Textseite gehörenden Anmerkungen zu stehen kommen. Dies widerspricht dem Lesefluss. Der Benutzer des Digitalisats muss ein Bild zurück, um eine Anmerkung zu finden, die zur Textseite gehört. Dieses Bild illustriert eine Variante zum vorhergehenden Problem. Routinemäßig werden die Innen- und Außenseiten der Vorder- und Hinterdeckel eines Manuskriptbandes, wie bei einem gedruckten Buch, am Schluss des Manuskripts angehängt. In diesem Fall steht aber die erste Textseite des Manuskripts im Vorderdeckel, weil Ox die erste Manuskriptseite herausgeschnitten und den Ersatztext auf die Innenseite des Vorderdeckels geschrieben hat. Wird dies bei der Vorbereitung der Digitalisierung nicht vermerkt, findet der Benutzer die erste Seite erst am Schluss oder gar nicht, wenn er sich für den Umschlag des Manuskripts nicht interessieren sollte. Besondere Schwierigkeiten bilden Anheftungen an Manuskriptseiten. Sie überdecken nicht nur den Grundtext, den sie ergänzen sollen, sondern verdecken sich auch gegenseitig. Die Lösung in diesem Fall ist eine Routine und die besteht darin, dass man zuerst die Grundseite aufnimmt, dann eine Gesamtaufnahme der aufeinanderliegenden Anheftungen macht und dann von oben nach unten Einzelaufnahmen jeder Anheftung. Diese werden vor der Digitalisierung von mir so gekennzeichnet, dass es klar ist, zu welcher Textseite sie gehören und in welcher Reihenfolge sie auf dem Blatt angebracht worden sind. Wo sie im Text einzufügen sind, muss der Benutzer aller anhand der von Ox auf den Zettel angebrachten Zeichen und Hinweise allerdings selber herausfinden. Da geht es ihm nicht besser als dem Kopisten, der für Ox die Reinschrift anfertigen musste. Als letztes Beispiel zeige ich Ihnen lose Einlagen, die zu einer Textseite gehören. Diese werden, damit sie nicht verloren gehen können, herausgenommen und mit einem Vermerk versehen, der sie eindeutig dem zugehörigen Manuskript und der Seite zuweist, zu der sie gehören. Das sehen Sie im Ausschnitt rechts. Die gesammelten losen Einlagen eines Manuskriptbandes werden dann von mir in der Reihenfolge, in der sie im Band gefunden wurden, verpackt und durchnummeriert. Im Digitalisat erscheinen diese Einlagen am Schluss des Manuskripttextes vor den Bildern des Bandumschlages in der Reihenfolge, in der sie verpackt wurden. Die Vermerke auf den Originalblättern, die im Digitalisat sichtbar sind, erlauben die Zuordnung zur Manuskriptseite. Zusätzlich wird bei der digitalen Präsentation des Manuskripts auf der Präsentationsplattform im Teil, der den Aufbau des Manuskripts beschreibt, auf diese Einschübe hingewiesen, die dann vom Benutzer, wenn er eine Seite mit Einlagen liest, direkt angesteuert werden können. Wir sind am Schluss meines Vortrages angekommen. Ich hoffe, Sie haben sich ein Bild von den Arbeitstechniken von Peter Ox und meiner Arbeit und der Arbeit meiner Kollegen in der Digitalisierung machen können. Wenn Sie mehr über Peter Ox erfahren möchten, auch anderes als Nachrichten aus seiner Schreibwerkstatt, empfehle ich Ihnen den Besuch des von mir betriebenen Blogs peterox.ch. Wenn alles klappt, wird er am 19. Juni 2021, dem 200. Todestag von Peter Ox, aufgeschaltet und berichtet dann regelmäßig über Interessantes aus dem Leben und der Zeit von Peter Ox. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.